Willkommen zur Einführung in Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem Video soll es um zwei weitere Formularelemente gehen, und zwar dieses Mal um die Kontrollkästchen und die Optionsfelder. Wie bei den letzten Videos werden wir uns das Ganze direkt wieder in Live ansehen. Wie üblich habe ich ein bisschen was vorbereitet. Hier haben wir wieder eine HTML-Datei mit einem Formular drin. Ein Fieldset ist hier schon, eine Legende für das Fieldset haben wir hier schon. Und außerdem ein Div-Tag hier drin, in das wir gleich dann eben unsere Formularelemente eingeben wollen. Das Formular selber haben wir eben hier mit dem Event-Händler versehen, die Funktion, die aufgerufen werden soll. Alles das, wie wir das in den letzten Videos auch schon gesehen haben. Gut, vergeben wir dem Ganzen also zunächst eine Legende, die wir für dieses Fieldset vergeben wollen. Das ist, wie gesagt, eigentlich noch nicht das Spannende, was wir machen wollen. Deshalb kopiere ich die nur ganz schnell hier hinein. Und jetzt geht es mit dem eigentlichen interessanten Teil los, nämlich mit dem, wie kriegen wir denn hier solche Checkboxen, also solche Kontrollkästchen hinein. Nun, dafür verwenden wir ein Element, das wir im Grunde genommen schon kennen. Das heißt Input. Und da hatten wir bislang nur einen Typ von kennengelernt, nämlich den Typ Text. Wir sehen hier, dass es aber noch ganz viele davon gibt. Die meisten davon interessieren uns nicht, aber an dieser Stelle ist das, was wir haben wollen, die Checkbox. Also Input Type gleich Checkbox. Wir vergeben auch diesem wieder einen Namen. Und hier soll es darum gehen, dass wir verschiedene Buchformate auswählen können. Eben, wie der Titel schon sagt, in welcher Form möchten Sie die Bücher herunterladen. Also verschiedene Formate sollen hier zur Auswahl gestellt werden. Und zwar sowas wie PDF beispielsweise oder ein Hörbuch soll ausgewählt werden können. Und dementsprechend vergeben wir natürlich unsere Werte. Und der erste Wert soll an dieser Stelle beispielsweise PDF sein, nämlich um eine Druckausgabe als PDF erhalten zu können, die wir hier vielleicht eben einkaufen möchten. Gut, solche Checkboxen wollen wir natürlich nicht nur eine haben. Das ist immer langweilig, wenn wir davon nur eine haben. Deshalb fügen wir hier noch mehrere weitere ein mit anderen Formaten entsprechend. Hier, das soll ein EPUB-Format sein beispielsweise. Das ist dann also ein E-Book in Klammern im EPUB-Format. Und das dritte soll noch eine Variante sein, wo wir ein Hörbuch auswählen können. Und das soll dann ein MP3 sein beispielsweise. Das sind also jetzt die drei Optionen, die wir hier angeben wollen. Und was ihr hier seht, ist, dass ich hier insbesondere keine IDs vergeben habe bei diesen Elementen. Warum nicht? Nun, tatsächlich ist es hier eben so, dass diese einzelnen Optionen, die wir eben so als solche Checkboxen angeben, dass die nicht gruppiert sind. Bislang waren unsere Elemente, wo wir mehrere Dinge zur Auswahl hatten, also unsere Auswahllisten und unsere Listenfelder, die waren jeweils in eine Select-Umgebung gekapselt. Und diese Select-Umgebung konnten wir als ID ermitteln. Und dann hatten wir darin entweder ein Element bei den Auswahllisten oder bei den Listenfeldern waren es dann eben mehrere Elemente. Da war es ein Array, was zurückkam von diesem Element, wenn wir über DocumentGetElement bei ID darauf zugriffen. Wenn wir das nun hier machen würden, eine ID vergeben, eine ID muss ja immer eindeutig sein, dann müssten wir hier also für jedes unserer Input-Elemente, für jede unserer Checkboxen, eine eigene ID vergeben. Das würde uns aber den Zugriff auf diese Objekte sehr schwer machen, weil wir die eben tatsächlich alle einzeln durchlaufen müssten. Wir können sie aber auch als ein Array durchlaufen, indem wir nicht über DocumentGetElement by ID auf sie zugreifen, sondern über DocumentGetElements by Name. Da kommt dieses kleine S, DocumentGetElements by Name. Dieser Methode übergeben wir dann den Wert des Attributs Name und damit haben wir dann eben alle unsere Optionen, die denselben Namen tragen. Namen dürfen ja mehrfach vergeben werden im Gegensatz zu IDs. Alle Optionen, die also denselben Namen tragen, landen dann in demselben Array, sodass wir von JavaScript aus darauf zugreifen können. Das gucken wir uns gleich an, wie das in JavaScript geht. Wir gucken uns jetzt zunächst einmal an, wie das Ganze denn im HTML aussieht. Wir haben also jetzt hier diese Kontrollkästchen ermittelt. Und dann sehen wir, dass das so aussieht. Ich möchte das aber gerne ein bisschen anders haben. Ich möchte, dass diese Optionen nicht nebeneinander stehen. Deshalb füge ich hier überall noch Absatzelemente drumherum ein. Und dann stehen unsere drei Optionen halt untereinander. So in dieser Art und Weise hätte ich das gerne angezeigt. Jetzt kommt allerdings der eigentlich spannende Teil für uns, nämlich die Frage, wie können wir denn darauf jetzt zugreifen, wenn wir JavaScript verwenden, sprich wenn unser Formular abgeschickt wird und die Daten, die der Benutzer hier eingegeben hat, sprich welche Kästchen er angekreuzt hat, das soll jetzt natürlich im Local Storage gespeichert werden. Und dafür müssen wir uns wieder etwas ausdenken und wir machen das ähnlich, wie wir das bei der Select-Umgebung gemacht haben mit dem Multiple, sprich bei den Listenfeldern, die wir im letzten Video gesehen haben. Das heißt, wir gucken uns wieder alle Optionen an, die wir hier haben, in diesem Fall also alle Checkboxen an und durchlaufen diese. Ich hatte gerade schon gesagt, dass wir die Elemente erhalten, indem wir mit Document
getElementsByName nun darauf zugreifen können. Und der muss ich als Parameter natürlich jetzt die Zeichenkette übergeben, an der ich interessiert bin. Der Name ist Format, haben wir hier unten festgelegt. Das heißt, das sind die Elemente, die ich gerne hätte. Und das, was wir hier also zurückbekommen, das getElementsByName, das S hier deutet es an, aber ich hatte das auch schon neulich in einem Video erklärt, dass diese Methode eben ein Array zurückliefert. Und dieses speichere ich jetzt in einer Variable, die ich Formate nenne. Und jetzt können wir dieses Array in ähnlicher Weise durchlaufen, wie wir das bei den Listenfeldern auch schon gemacht haben. Das heißt, wir nehmen uns wieder eine For-Schleife her. Und nun interessieren uns aus diesem Array natürlich wieder nur die Elemente, wo der Benutzer das Häkchen in die Kästchen gesetzt hat, also die selektiert worden sind. Und um das Ganze ein kleines bisschen verwirrender zu machen, hat man sich ausgedacht, dass die Eigenschaft, anders als bei den Listenfeldern, nicht selected heißt, sondern checked heißt. Immerhin geht es ja hier um Checkboxen. Das heißt, was uns also interessiert ist, ob Formate, das ist unser Array, an der Stelle i ausgewählt worden ist. Also Formate von i checked, nicht selected, sondern checked an dieser Stelle. Und wenn das der Fall ist, naja, dann machen wir sowas Ähnliches wie das, was wir bei den Listenfeldern auch schon gemacht haben. Das heißt, wir hängen an eine Variable, ich habe die mal Arten genannt, an diese Variable hängen wir dann immer die ausgewählten Werte an. Das heißt, an das, was wir in Arten schon gesammelt haben, hängen wir ein Leerzeichen hinten an und daran hinten an hängen wir dann Formate an der Stelle i.value. Das ist also gar nichts Neues, den Teil kennen wir im Grunde genommen schon. Und diese Variable Arten, die muss ich natürlich anfangs einmal initialisieren. Und damit funktioniert das Ganze dann auch schon. Das heißt, was wir hier also sehen, ist ganz ähnlich zu dem, was wir bei den Listenfeldern schon kennengelernt haben. Die Unterschiede liegen nur darin, dass wir hier nun getElementsByName statt vorher getElementById verwenden. Wir erhalten aber ebenfalls ein Array. Und hier heißt halt, dass die entsprechende Eigenschaft checked und nicht selected. Ansonsten aber machen wir alles haargenauso, wie wir das vorher auch schon bei den Listenfeldern gemacht haben. Wir haben also jetzt gesehen, dass auf der JavaScript-Seite die Dinge sehr ähnlich sind zu dem, was wir bei den Listenfeldern kennengelernt haben. Dass es aber auf der anderen Seite im HTML-Code schon einige Unterschiede gibt, weil es nämlich keine Umgebung gibt, die die Optionen als zusammengehörig markiert. Bei den Auswahllisten und den Listenfeldern hatten wir jeweils diese Select-Umgebung und alle Optionen darin waren in dieser Umgebung gekapselt, sodass wir also wussten, was zusammengehört. Das wissen wir hier nicht. Hier stellen wir den Zusammenhang zwischen den einzelnen Checkboxen nur dadurch her, dass sie denselben Namen tragen. Deshalb greifen wir dann von JavaScript aus auf die Checkboxen mit DocumentGetElementsByName statt wie vorher mit DocumentGetElementById zu, wie bei den anderen Elementen, die wir bislang kennengelernt haben. Die Eigenschaften, die uns dann interessieren, sind zum einen checked, das entspricht dem selected bei den Listenfeldern, und zum anderen value, das ist die Eigenschaft, die uns bei allen Elementen bislang interessiert hat und die wir schon die ganze Zeit immer wieder verwendet haben. In dem Beispiel eben fehlt in der Funktion Speichere Daten noch die Speicherung des ermittelten Werts im Local Storage. Analog zu den vorhergehenden Videos muss dort noch eine Zeile mit folgendem Inhalt hinein: localStorage.setItem, Klammer auf, in Anführungszeichen Arten, Arten, Klammer zu, Semikolon, so wie das hier auf der Folie nun steht. Ich bitte um Entschuldigung für diese Nachlässigkeit. Damit haben wir also jetzt auch die Kontrollkästchen kennengelernt und werden auch die ab sofort in unseren Formularen verwenden können. Als nächstes wollen wir uns die sogenannten Optionsfelder oder auch Radio-Buttons ansehen. Auch das tun wir wie üblich in Live. Wie üblich habe ich das vorbereitet. Das heißt, wir haben hier wieder unser Formular. Wir haben unsere Funktion Speichere Daten, die hier als Event-Händler aufgerufen wird. Und ich habe hier außerdem schon einmal ein Div-Tag eingefügt in das Formular und ein Label Anrede. Denn wir wollen hier jetzt die Auswahl hinmachen, ob jemand ein Männlein oder ein Weiblein ist. Divers bieten wir im Moment noch nicht an. Das heißt, wir wollen hier eben solche Radio-Buttons oder eben Optionsfelder hinmachen, die dafür sorgen, dass der Benutzer also auswählen kann, ob er als Herr oder Frau angesprochen werden möchte. Wie machen wir das? Nun, das ist zum Glück wieder relativ einfach. Wir haben die Input-Elemente schon kennengelernt. Im letzten Video hatten wir die Checkboxen kennengelernt. Davor hatten wir schon irgendwann die Eingabefelder kennengelernt. Die Checkbox hatten wir hier schon gesehen und hier, wie gesagt, viele andere Elemente. Das, was uns interessiert, ist hier das Radio-Element. Das verwenden wir an dieser Stelle. Also ansonsten ganz ähnlich wie das, was wir bei den Checkboxen gesehen haben. Auch hier vergeben wir wieder einen Namen für das Feld natürlich, damit wir darauf zugreifen können später. Name, ich nenne es mal Anrede. ID ebenfalls Anrede. Wie üblich verwende ich das identisch. Und dann würden wir das auch mit einem Value versehen. Ganz genauso, also wie wir das bei den Checkboxen gemacht haben. Und der Value in diesem Fall soll eben dann sein Herr und der Text, den wir dazu anzeigen wollen, ist entsprechend das auch Herr
Und dann können wir eben eine weitere Zeile hier einfügen, wo wir das Ganze noch eben für Frauen machen, also Frau und Frau hier hineinschreiben. Und damit haben wir schon unsere Optionsfelder festgelegt. Wir können jetzt natürlich weitere einfügen, wie zum Beispiel divers oder was auch immer noch. An dieser Stelle lassen wir es aber damit gut sein, dass wir nur diese beiden verwenden. Und unsere Optionsfelder, die wir hier haben, funktionieren genauso wie die Kontrollkästchen. Also hier jetzt Radio-Buttons, vorher hatten wir Checkboxen. Aber ansonsten, wenn man sich das nochmal anguckt, wenn man die beiden miteinander vergleicht, ist das quasi identisch. Und das Erfreuliche ist, dass das auch auf Seiten von JavaScript sehr, sehr ähnlich ist zu dem, was wir vorher schon gesehen haben bei den Checkboxen. Mit einem kleinen Unterschied, das macht es nämlich ein bisschen einfacher, weil wir ja garantieren können, bei diesen Radio-Buttons, es kann immer nur eine Option ausgewählt werden. Trotzdem liefert sie eben nicht einen einzigen Wert zurück, sondern wir müssen genauso, wie wir das bei den Checkboxen gemacht haben, mit DocumentGetElementsByName darauf zugreifen. Das heißt, wir nehmen uns wieder eine Variable her, zum Beispiel Anrede, gleich DocumentGetElementsByName. Und an der Anrede sind wir natürlich interessiert. Das ist ja der Name, den wir hier vergeben haben. Dann haben wir also das Element und dieses Element ist eben wieder ein Array, was wir hier zurückbekommen. Das heißt, das können wir wieder durchlaufen. Also for let i gleich 0, i kleine Anrede.length i ++ und können dann anschließend wieder überprüfen, ob ein bestimmtes Element ausgewählt worden ist, also selektiert worden ist. Und das heißt auch hier wieder nicht selected, sondern checked. Das heißt Anrede an der Stelle i .checked. Wenn das also wahr ist, also wenn der Benutzer das Kästchen ausgewählt hat, dann, ja, im anderen Fall, bei den Checkboxen haben wir jetzt eine Zeichenkette mühselig zusammengebastelt aus den einzelnen Werten. Hier wissen wir aber, es kann ja nur einen einzigen Wert geben. Also lesen wir einfach den Wert von dieser Option aus und speichern ihn direkt im Local Storage. Also Local Storage.setItem und da hinein kommt wieder der Schlüssel, den wir vergeben wollen, den nenne ich wieder Anrede. Und was wir da hineinsetzen, ist dann natürlich der Wert von dem aktuellen Element, sprich Anrede an der Stelle i.value. Wir könnten jetzt im Grunde genommen an dieser Stelle die Schleife verlassen. Dafür gibt es auch einen Befehl, den Befehl break. Den haben wir aber in dieser Vorlesung nicht behandelt. Deshalb machen wir das an dieser Stelle nicht und laufen das Array einfach bis zum Ende durch. So groß ist das Array ja nicht. Wir haben ja nur diese paar Optionen hier zur Auswahl, zwischen denen der Benutzer wählen kann. Das Array ist entsprechend gar nicht so fürchterlich lang. Insofern schadet das bei der Laufzeit nicht entsetzlich. Und wir haben auf der anderen Seite den Code relativ einfach gehalten. Und es kann auch nichts schief gehen, denn alle anderen Optionen können ja nicht checked sein. Das heißt, in allen weiteren Optionen, die jetzt noch durchlaufen werden, kann auf gar keinen Fall checked wahr sein. Also wird auch nie wieder ein weiteres localStorage.getItem aufgerufen. Gut, gucken wir uns das ganze Element auch noch einmal an, ob das auch tatsächlich funktioniert. Dann sehen wir das hier drüben. Das habe ich also jetzt Herr oder Frau und ich kann das eben anwählen, hier auf Herr klicken oder auf Frau klicken. Und diese Radio-Buttons sorgen eben dafür, dass nie zwei Varianten angewählt werden können, sondern ich muss mich immer für eins entscheiden. Wenn ich eins selektiere, wird das andere automatisch deselektiert, anders als bei den Checkboxen, wo wir ja mehrere Häkchen setzen konnten. Damit haben wir auch die Optionsfelder kennengelernt, die gegenüber den Checkboxen gar nichts großartig Neues sind. Das ist alles fast identisch, nur durch das Durchlaufen der Optionen und das Abspeichern im Local Storage ist ein bisschen einfacher als bei den Checkboxen. Insofern haben wir es jetzt sogar etwas leichter als bei den Kontrollkästchen, die wir zuletzt kennengelernt haben. Jetzt bleibt uns noch ein allerletztes Element, das ich dann im nächsten Video vorstellen werde. Tschüss, bis zum nächsten Video.